Moin Pyros, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir das Heidi Skill von Leslie. Ein echt geiles Kindheitssortiment von mir. Wenn euch das Video gefällt, gerne Like und Abo dalassen, Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Und heute wird das ganze Ding gezündet von Valentin. Mein Gott. Ich. Gut, dann bitteschön, gehört dir. Ja. Das ist von Leslie, ne? Ja, also. Wir haben jetzt schon seit mehreren Jahren Feuerwerk geöffnet, gezündet zusammen auch. Ich habe das noch nie gezündet. Wir haben das Predator Pack ja zusammen gezündet. Wir haben damals das öfters. Predator gezündet. Das hat uns ja nicht so gefallen, weil die Charge echt nicht geil war. Die neue Charge war wirklich ein bisschen noch. Aber mal schauen, wie das ist, weil das wollte ich jetzt schon lange öffnen, weil du hast auch gesagt, du hast in deiner Kindheit oft geöffnet und das war so dein Kindheitssortiment. Ja, da ist halt aber auch sehr, sehr viel drin. Interessiert mich das schon sehr. Alles raus. Ich will mal kurz zeigen, was alles drin ist. Oder? Ja. Also, ich erkläre dir kurz. Wir haben hier Frostbanks. Das müssten sein Meteoriten. Das hier sind Grenades. Das sind 50 Stück jeweils. Das heißt, das sind Knallerbsen. Die lassen wir weg. Hier haben wir Spike Strips. Die kennt man ja auch von Leslie generell. Hier haben wir dicke Brummer. Dazu muss ich sagen, die sind extrem, extrem geil verpackt. Mir gefällt das immer wieder. Ja, mehr Plastik als Plastik. Ja. Hier haben wir Destruction Discs. Das Gute daran ist, dass man sie so geil aufreißen kann. Und wenn man halt ich ist, dann geht es nicht. Achso. Nee. Und dann machst du einfach so. Ja, guck mal, das ist doch clean, Alter. So, dann haben wir hier noch Luftheuler F1. Das ist geil von Leslie. Luftheuler im F1-Set, das ist so krass. Dann haben wir hier nochmal Crackling. Das waren damals so Bälle so groß. Und hier noch Fontänen. Also in dem Set ist wirklich alles drin. Gut, dann testen wir mal. Machen wir von oben nach unten, oder? Ja, oder ich guck einfach mal, was ich zünden will. Ich denk mal, wir fangen mal mit den dicken Brummer an. Gut. Wir haben zwei Stück. Die dicken Brummer von Leslie waren auch eigentlich immer gut. Ich habe das Z ja schon öfters gezündet und ich fand das bisher immer geil. Mal schauen. Ja. Das geht aber nicht ordentlich an den Dingern. Oh, der Geruch. Der Geruch ist legendär. Ja. Die sind ganz gut, muss ich sagen. Ich die ganz okay, sag ich schon. Schlechtere gesehen. Geiles Wetter heute wieder. Erinnert ein bisschen an Silvester. Gib mir ein paar Flashbacks. So. Dicke Brummer. Zwei auf einmal? Ja, die waren auch in der Länge. Alter, eine geht da noch nicht. Oh, der Geruch ist aber geil. Ja. Gefällt mir. Na gut, echt gut. Damit kann man viel Spaß haben. Ne? Würde ich sagen, mache ich die als nächstes. Destruction Discs. Das sind auch so wirbel. Aber die haben sich auch komplett verändert. Mal zwei Stück testen. Die sahen damals auch ganz anders aus. Also das Set hat sich tatsächlich auch sehr stark verändert. Da gab es damals blaue und rote. Mittlerweile sind es halt einfach nur noch so Discs. Also die drehen schon ziemlich lange. Ja. Es gibt welche, die tun nicht so lange drin. Klar, aber damals hatten die. Aber dafür drehen die auch nicht echt nicht so schnell. Ja, doch, die sind ja auch hoch. Damals hatten die sogar so eine Fontäne noch am Ende, so eine rote oder blaue. Ja, ich glaube, es liegt auch teilweise am Boden, dass die sich nicht so geil drehen. Ja. Dann machen wir weiter mit den Screaming Arrows. Get killed, steht da drauf. Das sind, stich einfach einmal rein. Das sind Luftheuler von Leslie. Brutal. Ja, die kann man gut aufmachen. Ja, das viel Plastik benutzt in den Verpackungen. Da ist eine Fliege auch mehr. Jetzt nicht mehr. Ich finde das wirklich geil. Das gut, machen wir zwei Stück wieder. Steck die hier in den Boden. Ja. Irgendwo, wo es nichts anbrennt. Okay. Geht nicht, die Erde ist zu fest. Dann werf's einfach hin. Scheiß drauf. Nee. Wir machen das gut. Meister sagt, wir machen das gut. Ja, wirklich, cooles Set auf jeden Fall. Hier, mach hier. Deine, ja. Einfach ein bisschen rein, das ist nicht stark, das fliegt nicht weg. Das geht. Für die tatsächlich auch sehr leise. Also sie sind auf jeden Fall leiser als Funkelluftheule. Ja. Aber sie haben schon ihren Ton auf jeden Fall. Ja, vor allem dadurch, dass sie halt am Boden bleiben, wenn man sie reinsteckt. Ja, und sie sind halt F1. Funkelluftheule doch auch, die wir haben da. Stimmt, die waren ja F1. Keine Ausrede mehr. Ja, scheiße. Die waren aber P1. Ja, war. Ja. Find's halt cool,
dass in den F1-Sortiment so Luftheuler reingemacht werden. Ja, ich finde das Sortiment bis jetzt sehr cool. Ich finde die dicken Puma bis jetzt waren ganz nice. Die Discs waren halt so Discs. Und die waren ganz cool auf jeden Fall. So, dann machen wir am besten hier mit den Frostbanks weiter. Frostbanks? Und danach kannst du dann zum Vergleich auch die hier machen. Die Big Bombs. Das sind eine Art Kometen. Ja, das ist ein Standard. Wäre cool, wenn die noch die Farbe hätten, die sie auch außen haben. Das wäre stylisch. Aber die sind gut. Die sind auch nicht so schlecht, ne? Die sind gut. Ja, der war jetzt ein bisschen mickriger, aber. Ja. Machen wir was mit denen. Ja. Big Bombs. Big Bombs. Get skilled. Du kannst auch zwei von machen. Das müsste auch Crackling sein, tatsächlich. Guck mal, der Rauch, Alter. Krass. Schau mal, da Sonne. Die Sonne geht unter. Junge, das Wetter heute schon wieder so legendär und geil. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf Silvester. Stell dir vor, so ein Wetter wieder in Silvester. Ja, die letzten Jahre so. Ja. Bei uns waren die letzten Jahre echt super. Da hatten andere mehr Pech. Das hat den einfach angeschoben. Die waren jetzt nicht so hervorragend, finde ich. Das waren damals so fette schwarze Kugeln. Ja, ja, stimmt. Ich erinnere mich an Bilder. Damals nicht. War alles besser. Dann haben wir noch die Fontänen. Ah, du kannst doch was vor den Fontänen machen. Das war die Spike Strips, wenn wir gerade bei Crackling sind. Stimmt, aber ich mach die jetzt trotzdem auf, weil ich krieg's sonst nicht hin. Versuch dir die Spike Strips zu öffnen, okay? Wir versuchen beide zu öffnen. Ich hab's noch nicht. Die Spike Strips sind auch eigentlich legendär damals gewesen. Ich hieß immer, man soll die irgendwo hinhängen. Okay. Mittlerweile gibt es gar nicht mehr. Mittlerweile ist das zum Hinhängen einfach weg. Da kannst du drei Stück machen. Spike Strips. Finde ich auch coole Teile. Ja. Immer eine einzeln ja. Und dann zwei auf Schlag. Wir haben halt schon eine gute Brenndauer, sag ich. Viel lauter in der Arena. Ich auch. Die sind irgendwie jetzt extrem leise gewesen. Und zwar wirklich extrem. Die hatten halt damals ja auch, habe ich das Gefühl, waren die länger und die hatten halt dieses Ding, wo man es hinhängen konnte, weißt du? Ja. Wie so ein Clip-Ding, so ein kleines. Feuer auf Schlag, mal sehen, ob das mehr schaut. Irgendwie nicht so krass. Auch alles die gleichen? Ja, das sind die gleichen. Die finde ich aber sowieso ganz geil. Das sind coole Fontänen. Also die Fontänen vom Predator Pack waren ja echt nicht so gut. Ja. Das weiß ich noch. Die haben uns nicht gefallen. Die fand ich eigentlich cool, die da. Die haben schon voll schöne Effekt. Aber auch sehr kurz. Sehr kurz, aber geiler Effekt. Ja, das ist ein Rauch hin gewesen. Ich hab's gesehen. Mit zwei auf Schlag. Ja, doch, die sind schon cool. Der Effekt ist schon sehr cool, würde ich sagen. Was würdest du dem Set Heidi Skilled geben von 1 bis 10? Ja, wenn man F1 so Kinder-Jugendfeuerwerk-Sets reinnimmt in die Bewertung alle, würde ich schon sagen, dass das schon eins der coolsten ist. Würde ich schon so eine 8 geben. Aber ich habe ja noch nicht so viele getestet jetzt, aber schon einiges und das ist echt bis jetzt eins der besten gewesen. Ich gebe dem auch eine 8. Ich fand das damals war safe eine 10. Ja, das ist halt, ein paar Sachen haben halt nachgelassen, das merkt man. Wenn man sich sowas anschaut, die waren echt nicht gut. Kann auch sein, dass wir nur Pech haben, wir können noch mal die Destruction testen. Das waren auch besser damals. Ja. Hier noch eine Big Bomb. Das ist schon um einiges noch mal besser als die anderen zwei. Aber so generell eine 8 von 10. Ja, echt nicht schlecht, kann ich empfehlen. Das Predator Pack haben wir ja nicht so empfohlen. Das war echt nicht mehr so geil. Da haben wir ja auch irgendwie 4 verschiedene geöffnet gehabt. Und alle 4 waren schlecht. Das heißt, es war nicht irgendwie Pech oder so. Das war geil. Das war gut. Ja. Ja. Damit würde ich sagen, haut rein. Ja, Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Und den Link in der Beschreibung abchecken. Da geht's nach Beißel, da könnt ihr euch auch Feuerwerk kaufen. Genau so ist es. Haut rein, Leute.